Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin wieder in der Schockhörmord einer Oberhäufe mit Evil 2 Total War Kingdoms. Und ich spiele mit Rom. Und Rom heißt im Moment heftigste Kämpfe. Ah, Korinth ist jetzt auch eine Stadt, okay. Ja. Müssen wir mal irgendwas bauen, gell? Eure Befehle! Thessaloniki ist jetzt auch irgendwie maulig. Naja, okay, die könnten mal... Müssen wir Garnison gebrauchen. Es wäre Zeit, die zwei Inselprovinzen zurückzuerobern. Und generell uns hier ein bisschen... Also, genau. Gebt den Befehl! Wir schicken sie in die Hölle! Stimmt, das hätte ich ja fast vergessen! Lasst sie betteln, aber lasst sie nicht entkommen! Ich habe ja ein oder zwei Rebellen noch auszuschalten, bevor ich mich den zwei deutschen Armeen widme. Einhalten! Man sollte doch annehmen, wenn das Imperium so anwächst, dass man genug Geld hat, irgendwie. Aber, ja gut, einerseits mittlerweile marschieren ja auch 3, 4 Stacks, 5 Stacks. Naja, mehr oder weniger. Die Hälfte von ihnen sind nur noch Trümmer oder halbe Stacks über die Karte. Das kostet alles einen Haufen Geld. So. Was war das für Hanjuckel? Ich glaube, Bogenschütze und irgendwas anderes, gell? So, ihr habt den Auftrag Bogenschütze. Die stelle ich mal ganz nach vorne, du kannst mir irgendwas bespaßen. So, ihr positioniert euch mal hier hin. Mal ein bisschen abseits. So, und euer Job ist die Infanterie. So, und ihr kümmert euch um die Bogenschützen. Und die Nubier fangen sich in der Zwischenzeit... Ach, die Nubier, die... Ach nee, gucken wir an. Sackzicke. Schieß auf meine Briten mit Bogenschützen. Auf, haut er ab. Ihr kriegt gerade voll von denen ein paar rein. Ja, ich glaube, sie haben zu lange gezögert. Da wird gemütlich hinterher getrottet. Die hören nicht auf, mit den Pfeilen zu schießen. Da kannst du 10-mal befehlen, die sollen damit aufhören. Sie hören nicht auf. Ja, und produzieren Friendly Fire damit. Die sind so kacke hohl manchmal. Den Feind hat es schwer erwischt. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Lass den einen ruhig hinkommen.
halten! Abrücken! Der feindliche General, dieser der Allmächtige, sei gepriesen! Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen! Wir müssen unseren Vorteil nutzen! Gut, die sind auch weggeräumt. Dann kann die Armee jetzt mal den Weg fortsetzen zu der Hafenstadt von den Ziriden. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Ja, und zahlenmäßige Überlegenheit natürlich. Weil stimmt schon, hätte ich meine Briten nicht dabei gehabt, sondern halt nur dieses übliche Miliz- und Söldnerfußvolk, hätten wir so frontal annehmen müssen. Das heißt, wir hätten von den Bogenschützen ordentlich die Packung gekriegt und dann erst wir in die Infanterie keine Gnade reingebrecht. Gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Lasst mich zuschlagen, Herr. Ja. Mein Herr, sollen wir einigen das Leben schenken? Gebt den Befehl. Lustig. So. Da war noch irgendwo so ein Krauspund. Ah, da. Ja, marschiere. Wir schicken sie in die Hölle. Marschiert! Wir haben sie zerfetzt, Herr. Sieg! Ihr kommt jetzt immer noch nicht da raus. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Erteilt mir einen Befehl. Ja. Eure Majestät. Naja, nächste Runde. Mir einen Befehl. Boxen wir mal Ancona frei. Das holen wir uns auch mal weg. Aber erstmal müssen wir uns den Deutschen widmen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Und das wird gar nicht leicht. Ich habe so ein bisschen Bedenken gegen Marseille. So. Ja? Wie sieht es denn hier eigentlich den aus? Den Befehl. Auf dem Weg, mein Herr. Ja. Ja. Befehle? Den schone ich mal noch. Wobei andererseits die Deutschen, die werden hart. Wäre ja ganz geil mal gewesen, aber den schmeißen wir raus. Ja. Der hat nur noch 78 Mann. Bringen die Truppen zusammen. Wem stehe ich gegenüber? Wobei. Vorwärts! Befehle! Schließen die Truppen zusammen, mein Herr! Ja, kommen wir jetzt eh nicht mehr angreifen, die Runde. Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Da ist aber auch eine Menge Söldner dabei. Naja, dann nächste Runde. Wie lustig, ich wusste gar nicht, dass Katzen das auch haben. Kennt ihr das, wenn ihr schlaft und ihr habt das Gefühl, ihr fallt im Schlaf und werdet davon so erschrocken wach und haltet euch quasi im Bett fest? Weil ihr denkt, oh, ich falle irgendwie aus dem Bett oder irgendwo runter. Im Zug manchmal, wenn man schläft oder generell. Also wenn man pennt, so dieses Gefühl, man fällt und dann erschrickt man so und wird wach davon. So halber. Ich habe gerade bei meiner Katze beobachtet, dass sie genau das gleiche und sie war. Die hat gerade tiefenfest gepennt, nächste Moment so total erschrocken, die Augen aufgerissen, sich festgekrallt am Sitz. Och nö. Achso, stimmt, die hat man ja auch umgewandelt zu einer, wo ist denn die Armee von Porto Torres? Achso, da war nur ein Anführer drin und der ist tot. Mensch, 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 das Reich ist ganz schön wackelig mittlerweile. Ah, guck mal da, da hat sich stabilisiert. Eure Majestät, vorwärts! Fangen wir wieder von vorne an. Naja, was soll's. So. Da kommt er ja. Wobei, wir hatten ja gesagt, erstmal machen wir mal...
Wir marschieren gegen unsere Feinde. Den Eingang wir nach Ancona. Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Erteilt mir einen Befehl. Marschiert! Guck mal da, der verkrümmelt sich wieder. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Nennt mir den Feind, Herr. Mein Herr, sollen wir einigen das Leben schenken? Nee, den reißen wir zu Arsch auf. Sie werden bedauern, dass sie nicht geflohen sind. Tötet sie, Männer! Ach, wieder eine von den Scheißkarten. Na, das wird ja ein lustiger Kampf. Da wird rumgepfuscht an der Map. Also im Sinne von, also ist ja rumgepfuscht, dass sowas kann halt kommen, weil das Spiel versucht ja immer abzubilden, die Gefechtskarten mit der Landschaft drumherum. Also die strategische Map abzubilden an dem Ort, wo die Schlacht stattfindet, in diese Gefechtskarten hinein. Und wenn das halt so ist, dass an der Stelle, ja, in den Bergen kann sowas dann bei rauskommen. Wir lassen Feuer regnen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung, oder? Nee, wir kommen nicht an sie ran. Alles, was wir machen können, ist beschießen, bis wir keine Munition mehr haben. Und dann die Zeit ablaufen lassen. Können sie denn nach hinten weg irgendwie? Dass die Armbrustschützen und Bogenschützen ein bisschen Platz kriegen? Nee, auch nicht. Die hängen hier komplett fest. Nein, nein, lass mir die Zeit mal. Also nee, das ist Quatsch. Also, das nehme ich nicht auf. Also für mich ist das Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist. Bis gleich dann. So, und da bin ich wieder. Ich habe das mal durchgewittert. Wir haben es immerhin geschafft, 19% umzulegen mit der Mangonel. Und einige wie der hier konnten relativ gut sogar Munition verschießen. Großartig umgelegt haben wir jetzt eigentlich aber nichts. Na gut, wir haben bei den Briten Armbrustschützen ganz gut rausgenommen. Bei diesen fränkischen Söldnerrittern liegen die meisten mittlerweile. Und ihre Balliste, weiß ich gerade, ob die überhaupt noch existieren, ob wir die komplett ausgelöscht haben. Ich glaube, die haben wir komplett ausgelöscht. Gut, das war jetzt für den Feind jetzt nicht so die Riesenverluste. Ah ja, genau, hier bei seinen Armbrustschützen, Milizen und ja, hat er überall noch so ein bisschen verloren. Durch das Streufeuer von der Mangonell-Flammen. Ja, das ist zwar eine Niederlage aufgrund der abgelaufenen Zeit. Aber wir haben fast 20% vom Gegner mitgenommen. Bei eigenen Nullverlusten, also ist das ganz fair gelaufen dafür, dass wir an den Feind rankamen. Wir haben den Deutschen aber was quasi mitgegeben auf dem Weg nach Nordosten. Trotzdem blöd gelaufen. Ich hätte lieber eine richtige Schlacht gehabt. Dann hätten wir sie weggefegt. Vor allem hätten wir dann einen Sieg gehabt. Ist ein wertvoller Verbündeter. Heute küsste sie den Feind und brachte ihm den Sieg. Gerade noch. Ich glaube, das ist ein Pyrrhos-Sieg, oder? 170 Mann zu verlieren, für nix und wieder nix, ohne sich wehren zu können. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Sieg ist. Wir werden uns rächen. Sammelt euch! Wem stehe ich gegenüber? Ja, wie gesagt, ist okay. Den haben wir ein paar mitgegeben. Dann der noch. Seele? Das überlege ich aber gerade. Bewegung!
Wollt ihr die Macht des Reiches spüren, dann kommt näher! Wobei, der Kampf hat jetzt nicht lange gedauert. Ich verliere gerade ein bisschen Überblick. Ich habe nicht heute Abend jetzt schon zweimal hier was aufgenommen. Nennt mir den Feind, Herr! Wir schicken sie in die Hölle! Marschiert! Raste während der Nacht. Wem stehe ich gegenüber? Auf dem Weg, mein Herr. Wir marschieren gegen unsere Feinde. Wohin soll es gehen, Herr? Ah, der wäre Cyrene gewesen. Hinterlassen. Jetzt aber extra nochmal umdrehen. Befehl. Naja, das holen wir uns auch noch. Das muss jetzt erstmal kurz zurückstecken. Ist vielleicht, wie gesagt, gar nicht so dumm, wenn wir hier eine Pufferzone lassen. Wenn das wir wären, wir sind im Krieg mit den Fatimiden, vielleicht reizt die das, plötzlich Truppen nach Westen zu schicken, um die Stadt zu erobern, dann habe ich sie an meiner Grenze rumgammeln. Vielleicht so ist tatsächlich besser. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja. Na, bei Triadica, wie Sophia, Sophia heißt, wenn wir es halten, hat sich wieder ein bisschen Beruhigung eingestellt. Ach, die bauen da immer noch drin rum. So, jetzt ja, aber. Mein Herr. Das muss man echt schrittweise machen, oder? Das ist ja krass. Ja, ich traue dem Meer halt nicht so ganz, weil da halt Bulgaren und weiß der Geier was rumkommen. Volle Segel. Ja, mein Herr. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, mein Herr. Ja, nächste Runde setzt er dann über. Gut, gut. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das jetzt schon wieder ging, die Aufnahme, weil ich ja gerade eben diese Schlacht ausgewittert habe ohne euch. Ja, im Zweifelsfall, komm, was soll der Quatsch? Wir machen einfach mal eine Aufnahmen-Stopp. Kann dann sein, dass es jetzt eine relativ kurze Aufnahme war. Macht ja nichts, es geht ja weiter. Wir müssen uns ja nicht hetzen. Dann, bis bald, macht's gut, tschö.